Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um dieses tolle Teil, und zwar ist es der SodaStream Easy in Schwarz gehalten. Ich glaube, die meisten kennen SodaStream. Das ist ein Wassersprudler. Da kann man also aus normalem Leitungswasser eben Sprudelwasser machen, mit Kohlensäure versetzt. Und dadurch spart man sich eben nicht nur einiges an Geld, sondern hat natürlich auch viel weniger zu schleppen, keine Kisten, keine riesigen Wasserflaschen hin und her zu schleppen. Und von daher benutzen wir eigentlich schon seit längerem SodaStream-Geräte. Allerdings haben wir jetzt ein Problem mit so einem elektrischen Gerät, dem SodaStream Power. Der ging uns schon ein paar Mal kaputt. Irgendwie kriegen die das da nicht hin bei SodaStream. Und darum wollen wir jetzt eben auf eine einfache Version umsteigen, wo da eigentlich nichts mehr großartig kaputt gehen kann. Darum haben wir uns für diesen hier entschieden. Ökotest sehr gut hat er abgeschnitten, allerdings schon aus 2005 dieses Label hier. Schauen wir uns mal die Verpackung an. Auf der Seite, was steht da drauf? Jede Kohlensäurefüllung erspart die Schlepperei von bis zu 60 1 Liter Flaschen Sprudelwasser. Also sollte ein so ein Zylinder, der auch hier schon enthalten ist, für 60 Liter halten von bis zu, ja, also ob das immer genau passt, weiß ich natürlich nicht, muss man schauen. Genau, und ansonsten, was haben wir hier noch drauf? Nichts mehr Besonderes, das brauchen wir uns jetzt nicht genau anschauen. Dann packen wir die Sache jetzt einfach mal zusammen aus. So, das ist schon der Verschluss, was ist da drin? Nochmal was. Holen wir das gute Stückchen einfach mal raus. Ich hoffe, man bekommt das gut zu sehen. So, das wäre das Gerät selber. Dann haben wir hier noch ein bisschen Papierkram, Gebrauchsanleitung, SodaStream. Und dann haben wir ein Benutzerzertifikat, Registrierung. Ach, das Ding gibt es sogar in Rot, habe ich auch noch nie gesehen. Also in Weiß gibt es das auf jeden Fall. Diesen SodaStream Easy. Aber dass den in Rot gibt, habe ich jetzt noch nie gesehen. Vielleicht nicht in alle Länder. Dann haben wir hier eine Flasche in Schwarz. Das sind also die Kunststoffflaschen. Den kann man also nicht mit der Glasflasche betreiben. Es gibt auch eine Version mit Glasflasche. Und dann haben wir hier eben noch den Kohlensäurezylinder für bis zu 60 Liter. Genau. Den kann man natürlich, wenn der mal aufgebraucht ist, in vielen Geschäften umtauschen. Da gibt man den leeren ab und bekommt dafür, bei uns im Ort kostet das, glaube ich, so 6 €, bekommt dafür einen aufgefüllten neuen Zylinder. Es empfiehlt sich allerdings, vielleicht noch einen zweiten zu haben, sodass man eigentlich immer einen parat hat. Wenn nämlich das mittendrin so am Wochenende dann das Kohlensäure-Ding leer ist, dann ist das natürlich nicht so toll. So, jetzt packen wir das hier aus. Und da ist schon das Gerätchen. Die Packung stellen wir mal weg, dass ihr das besser seht. So ist das, glaube ich, besser. Genau, also wie gesagt, so sieht das Gerät aus. Stellen wir es mal so hin. Hier kommt dann die Flasche rein. Komplett aus Kunststoff, die ganze Sache. Oben ist ein Auslöseknopf dran. Und seitlich sieht es dann so aus. Wenn man die Flasche einsetzt, hier einfach abschrauben. Hier ist eine Füll Standsanzeige drauf. Da geht also nicht, also da steht zwar Kapazität 1 Liter, aber die Füllstandsanzeige geht, glaube ich, bloß bis so 850 Milliliter oder so. Also ist kein ganzer Liter immer drin. So, und dann setzt ihr das praktisch hier. Sieht man das am besten so? Einfach hier rein und drückt die Flasche nach hinten und dann wird sie eingeklemmt und die bleibt dann da drin. Und dann muss man eigentlich nur noch da oben drauf drücken. Und der Prozess beginnt eben. Dann kann man sich das eben selber dosieren, wie
Kohlensäuremenge, die da rein soll. Und das ist eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. Jetzt mache ich kurz Pause, dann setze ich den Kohlensäurenzylinder ein. Und gut, die muss man jetzt ausspülen. Und dann nehme ich jetzt einfach eine andere Flasche. Ich habe ja noch welche hier. Und dann machen wir mal einen kurzen Test. Bis gleich. So, ich lasse das jetzt mal filmen nochmal. Also ihr nehmt praktisch die Rückseite weg, wenn ihr den Zylinder einsetzen möchtet. Hier oben wegziehen, den nach hinten so abziehen. Dann habt ihr hier das Innenleben. Und ich habe noch eine schon angebrochene Flasche eben hier. Die setzt man dann hier unten so ein. Dann nach oben und dann einfach nach rechts drehen. Macht sie handfest, aber nicht zu fest, dass es nicht kaputt geht. Genau. Dann kommt die Kunststoffflasche wieder, Kunststoffrückwand wieder drauf. So, den Kohlensäurezylinder habe ich jetzt hinten eingesetzt. Jetzt nehmen wir uns einfach eine Flasche. Wie gesagt, das ist jetzt nicht die Originalflasche, die haben wir hier stehen. Aber eben auch eine Sodastream-Flasche. Schaut, dass bis zur Markierung das Wasser, Leitungswasser gefüllt ist. Dann wird die Flasche hier eingesetzt. Wird das nach unten oder nach hinten gedrückt. So, und jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Jetzt können wir hier oben dosieren. Machen wir mal einen Stoß. Zwei. Drei. Und vielleicht nochmal ein. Vier. Das sollte eigentlich schon genügen. Jetzt einfach abziehen. Ihr habt es zischen gehört. Und dann haben wir hier unser Sprudelwasser. So. Und dann probieren wir das mal. Jo. Eindeutig Sprudelwasser. Vielleicht noch ein Tickchen mehr sprudeln, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Das ist immer Geschmackssache. Man merkt sich dann nach einer gewissen Zeit, wie oft man hier drauf gedrückt hat und kann das dann immer individuell machen. Also 3-4 Stöße sollten eigentlich nochmal ausreichen dann. Jo, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Das Gerät, das kommt jetzt bei uns in die Küche jeden Tag zum Einsatz und dann sparen wir uns eben die ganze Schlepperei wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Daumen nach oben würde mich natürlich freuen und ein Abo natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.